Oha! Hätte ich mal nichts gesagt, Leute. An der Stelle erstmal ein Riesendank auf jeden Fall an Oberflächentechnik Rügen, dass das so schnell und vor allem spontan geklappt hat. Die Dinger sehen wieder aus wie neu. Die Schwinge, die ich mir hier gebraucht geholt habe, einmal schön gestrahlt, grundiert und in schwarz-matt oder seidenmatt, sagen wir so, pulverbeschichtet. Leute, das Ding sieht wieder aus wie neu. Das erste Lager habe ich auch schon wieder drin, das zweite muss ich noch. Außerdem haben wir gleich einmal die Bremstrommel auch mitgemacht. Ich dachte mir, bevor wir die Teile wieder einbauen, machen wir das einmal gleich in schick, damit das optisch auch ein bisschen wieder was hermacht. Leute, sehr geil. Teile können jetzt auf jeden Fall rein. Vorher wollte ich aber, hoppala, bevor wir alles einbauen, den Radlauf hier nochmal bearbeiten. Also alles nochmal ein bisschen blank machen, wieder schön mit Rostschutz behandeln. Jetzt kommt man nämlich gut ran, bevor die Achse wieder drin ist. Natürlich haben wir jetzt aktuell wieder absolutes Mistwetter. Aber heute Nachmittag soll es besser werden und dann geht's weiter. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dem Video, Leute. Wir haben eine frisch gepulverte Achse, die bauen wir ein. Dann werden wir uns auf jeden Fall um den Rost kümmern. Ihr habt es gesehen im letzten Video. Das Bodenblech braucht ein bisschen Zuwendung, also schon mal alles grob rausschneiden. Und vielleicht fangen wir schon an zu schweißen. Deswegen nicht lang schnacken, Leute. Ich bereite jetzt alles vor. Wie immer gerne ein Like da lassen auf das Video, wenn euch der Content gefällt. Wir starten rein. Let's go. So, ich würde sagen, wir verschaffen uns erstmal hier einen Überblick, wie weit das Ganze hier fortgeschritten ist. Heißt, Matte raus, Sitzbank raus, der Kasten hier, den muss ich ausbauen. Ist, denke ich, nur verschraubt, hoffe ich zumindest. Also, dass wir hier die komplette Bodengruppe einmal frei kriegen, um zu gucken, ja, wie weit das Ganze hier fortgeschritten ist. Das werden wir mal als erstes tun hier, damit wir erstmal einen Überblick kriegen, wie viel Blech wir dann hier brauchen und ob wir schon wieder eine neue Flasche Schutzgas brauchen. Oh Mann, Leute, es geht los. Oha! Oh, Leute, das sind doch die neuen Sorten Holy Energy. Wie kommen die denn dahin? In Zusammenarbeit mit Hitchies hat Holy drei neue limitierte Sorten rausgebracht. Wie geil ist das bitte? Blaue Drachenzunge, orange Krakenarme und Cola Spinnenbeine, Leute. Außerdem haben sie zusammen Kaubonbons entworfen mit den Geschmäckern von Holy. Auf jeden Fall super lecker, super sauer, nicht wundern. Ich habe jetzt schon die halbe Tüte weggefuttert. Ein ganzer Kilo saure Bonbons, also wer auf sauer steht, absolute Empfehlung. Absolute Empfehlung sind natürlich auch die drei neuen Geschmäcker hier. Natürlich auch diese drei Sorten, wie immer, ohne Zucker, ohne Taurin und nur mit natürlichen Aromen. In meinem Shaker habe ich gerade blaue Drachenzunge. Ich habe alle drei Sorten probiert. Hier haben wir Orange, Vanille und das hier Cola. Definitiv alle mega geil, aber mein absoluter Favorit bleibt blaue Drachenzunge, obwohl das eher mein Logo gewesen wäre hier. Also Motive, wie immer, der absolute Knaller.
Probiert es gerne aus. Gibt auch Sparpakete mit den Bonbons und neue Becher gibt es natürlich auch dazu. Also mit den Drachen, mit der Tentakelkrake hier und der Spinne. Gibt es auch ein großes Set, wo man richtig sparen kann. Und wenn man alle drei Sorten gerne probieren möchte, schlag zu, Leute. Ich denke, es ist wieder sehr schnell ausverkauft. Also schnell sein, definitiv. Leute, ihr könnt sparen, wie immer, mit Küstenrost 10. Spart die ganze 10% auf eure Bestellung. Wenn ihr das erste Mal bestellt, mit Küstenrost 5, ganze 5 Euro. In dem Sinne, Prost. So, die Zweiersitzbank habe ich raus. Hier sind natürlich die Schienen nur aufgenietet. Das heißt, es muss sich ausbohren tatsächlich, damit ich dann auch den Kasten hier rauskriege. Hier drinnen sieht es eigentlich relativ human aus. Klar haben wir auch oberflächlichen Rost. Wie gesagt, müssen wir alles mal schön blank machen und dann mal gucken, ob wir nicht hier noch neue Löcher finden. Ist auch irgendwie eine Halterung. War das auch mal für Gewehre oder sowas? Aber eigentlich ist hier nichts weiter. Aber auch hier hinter den Sitzen solche Schienen hier. Auch hier vorne diese Schienen, diese Nutenschienen, wo man irgendwelche Sachen wahrscheinlich einhaken konnte. Und was ich auch gesehen habe, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, hier hat irgendeiner Fuck eingeritzt. Der hatte an dem Tag wohl nicht ganz so Bock auf Übungen. Und hier hinten in der Ecke sieht es bis jetzt so aus, eigentlich noch relativ gut. In meiner anderen Drucker war hier tatsächlich die ganze Ecke weggerostet. Das sieht hier noch richtig gut aus. Wir müssen natürlich auch die Platte hier rausnehmen. War hier diese Seitenwand. Da rostet es natürlich auch ganz gerne an den Fugen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie es hier hinter der Platte aussieht. Was ist das hier? Ein Stück Holz. Okay. Na gut, schauen wir mal. Sitz raus, Gurte noch ab und dann schauen wir weiter. So, jetzt haben wir Platz hier drin. Nice. Und Leute, das sieht hier gar nicht mal so schlecht aus. Ich meine, klar haben wir Rost. Obwohl, ich habe nichts gesagt. Es ist doch schon, ja, fortgeschritten auf jeden Fall. Hier haben wir eine Ecke. Oh, gut. Okay, so viel dazu. Sieht gar nicht so schlimm aus. Ja, man hat da von außen schon gesehen, vom Radlauf, dass man hier reingucken konnte, beziehungsweise dass man hier reingucken konnte. Der Radlauf muss innen sowieso geschweißt werden, habe ich glaube ich auch im ersten Video zu der Doka hier gezeigt und erwähnt. Und hier sieht man nochmal, wo dieser Fugenrost herkommt. Ja, auf beiden Seiten hier. Und das drückt dann halt irgendwann nach außen durch und dann hat man immer schön in den Fugenrost, der durchkommt. Ich weiß, schön ist das nicht. Aber sonst... Das hier Verschluss von der Thunfischdose oder was? Aber sonst sieht das eigentlich ganz gut aus. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Hier beim Lüftungsschacht. Hier vorne geht ja der Lüftungsschacht hier einmal in der Mitte lang und kommt dann hier hinten raus. Hier sind solche Düsen bzw. Kanäle, wo die warme Luft dann rauskommt bzw. kalte Luft. Auf jeden Fall haben wir hier auch schon Rost. Seite ein bisschen mehr. Das müssen wir auch irgendwann mal alles mal rausnehmen, den Kanal rausnehmen, den Lüftungskanal. Wenigstens schon mal den Rost hier runterschleifen und einpinseln, dass das einfach nicht weiter rostet. Ganz einfache Erhaltungsmaßnahmen. Leute, mir läuft das Wasser schon vom Kopf hier.
Nee, aber ich bin ganz positiv überrascht von der Ecke da hinten. Eigentlich sieht das ganz gut aus. Wie gesagt, man hat alles ein bisschen blank mit der Schrubbscheibe. Und auf jeden Fall denke ich, dass da noch nichts durch ist. Hoffe ich zumindest. Ganz anders sieht das natürlich hier aus, wie gesagt. Hier kannst du das ganze Bodenblech anheben. Ja, also die Partie hier schneiden wir großflächig raus und dann setzen wir hier ein neues Blech rein. Ich habe mal geguckt, ob man das Blech bekommt. Man bekommt es, beziehungsweise den Außenschweller bekommt man, aber leider nicht, beziehungsweise ich habe es nicht gefunden. Hier diese Schiene, also hieß ja so eine Schiene drauf, quasi auf dem Blech aufgepunktet, wo dann die Dichtung hier drin sitzt. Also ist eigentlich nur so eine Kante. Ich will auch die Dichtung nicht kaputt machen. Die konnte ich jetzt leider nicht finden. Aber wir machen jetzt erstmal, wie gesagt, hier, also ich baue jetzt die Dichtung aus, dann schneiden wir das alles schon mal grob aus und setzen hier erstmal ein normales, gerades Blech ein. Und dann müssen wir uns hier irgendwie diese Schiene hier rekonstruieren, dass man dann nachher wieder die Dichtung hier einfädeln kann. Das ist wieder genau das Richtige für die Rostfetischisten unter euch, so wie ich jetzt einer bin. Herrlich. Guckt euch das an. Also ich werde die Drucker auf jeden Fall nochmal bei mir auf die Hebebühne nehmen und dann gucken wir uns den ganzen Lachs nochmal von unten an. Aber erstmal das, was ich hier machen kann, mache ich erstmal hier, also das Blech hier an der frischen Luft. Ich hoffe, es regnet nicht gleich wieder. Hätte ich mal nichts gesagt, Leute. Natürlich regnet es jetzt. Ey. Verdammt. Zwangspause. Hier scheint schon mal Schweller reingekommen zu sein, also der Außenschweller. Hier wurde schon mal was eingeschweißt tatsächlich. Hier wurde schon einiges geschweißt an dem Auto, stelle ich fest. Also es wurde immer mal ein bisschen was getan. Ich meine, zwar nicht wirklich immer hübsch, aber es wurde instand gehalten. Hätte man gar nichts gemacht, wäre wahrscheinlich auch gar nichts mehr vorhanden hier. Also lieber was gemacht und gefuscht, als gar nichts gemacht und komplett durchgerostet. Und man sieht auch hier, hier ist ein Loch, also das Schweller. Das Schweller. Den Schweller müssen wir auf jeden Fall dann nochmal schweißen. Aber wie gesagt, das machen wir dann alles von unten auf der Bühne, wo man dann einfach besser rankommt. Ich sitze jetzt hier schon wieder im Regen, ich kann kotzen. Naja, aber es geht voran. So Leute, kurzes Update. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich habe jetzt hier schon mal ein Blech angepasst. Auf jeden Fall habe ich die Seite hier schon mal komplett rausgeschnitten. Alles, was ja Kacke war. Und werde jetzt hier quasi das erste Blech einschweißen. Hier in drinne der Schweller sieht relativ gut aus, finde ich noch. Also der Innenschweller und die untere Kante hier. Hier, wie gesagt, wurde schon mal was eingeschweißt. Wie man hier sieht. Aber es ist nicht wieder durch oder so. Irgendwann müssen wir da sowieso ran. Außerdem müssen wir von unten her dieses Loch noch machen. Aber nur wegen dem Loch will ich jetzt nicht den kompletten Schweller tauschen. Deswegen werden wir das hier bloß von unten her reparieren. Weil so sieht es noch ganz gut aus. Hier ist noch ein kleines Loch, wie man sieht. Das werden wir dann aber auch von unten machen. Aber hier der Träger hier zum Beispiel, der ist noch intakt. Das ist die Hauptsache. Genau, das Blech ist soweit grob angepasst. Das kommt jetzt hier rein. Nicht wundern die kleinen Dellen hier. Ich habe das in Schraubstock mir gekantet. Ich habe leider keine Kantbank. Wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme, sich so ein Ding mal anzuschaffen. Wenn das hier so weitergeht. Und ich noch mehr Bleche kanten muss. Aber erstmal geht es so. Hier oben kommt ja sowieso, wie gesagt, hier diese Schiene noch rauf für die Dichtung. Die habe ich übrigens gefunden im Netz und auch schon bestellt. Das schweißen wir auf jeden Fall gleich ein. Vorher wird das hier noch ein bisschen behandelt mit Rostschutz bzw. Rostumwandler. Und dann geht es näher hier hinten weiter. Ihr seht schon, hier das muss auch noch alles raus. Bis hier hinten hin, das muss alles raus. Das Blech muss natürlich raus. Und hier wird natürlich auch nochmal eine tricky Stelle. Aber ich würde gerne erstmal das eine schon mal fertig haben, dass wir hier schon mal einen Fortschritt sehen. Außerdem hier hinten blank gemacht. Hier geht es noch. Hier allerdings
ist es auch schon durch. Also hier müssen wir ja auch noch mal ein Stück rausnehmen und neu einschweißen. Ich habe immer hier eine Folie drin gehangen, damit der ganze Dreck da nicht reinfliegt ins Auto. Genau, das Stand der Dinge. Ich schmeiß jetzt das Schweißgerät an und dann setze ich schon mal das erste Blech, wie gesagt, ein. Let's go. So, Stand der Dinge. Das erste Stück Blech ist drin, verschliffen und wie man sieht auch schon mit rotbraun Rostschutzspray besprüht. So sieht das Ganze bei mir aus. Hier kommt E-Karosserie-Dichtmasse wieder drauf. Hier ist ja auch nur solche Dichtmasse immer drin. Das mache ich dann hier in den Ecken hier auch und hier unten wahrscheinlich auch einmal lang. Und dann ist das wieder schick. Wie gesagt, keine Profi-Arbeit. Also für die Leute, die neu auf meinem Kanal sind, Leute, ich bin kein Profi, ich bin kein Schweißer, ich habe das nicht gelernt, bin kein Kfz-Mechaniker, kein Meister, kein Schweißer, kein Koch, kein Ingenieur, ich bin eigentlich gar nichts. Nee, ich habe das mir selber beigebracht, das Schweißen, und das sind meine Ergebnisse. Wie gesagt, keine Profi-Arbeit, keine Profi-Restauration, sondern einfach nur Instandhaltungsmaßnahmen. Wie sagt man immer so schön? Zeitwertgerechte Instandsetzung. Reparatur, genau. Und dafür, dass man das nicht gelernt hat, denke ich, kann sich das doch sehen lassen. Lieber so als garnisch gemacht und die Karre rostet weiter weg hier oder man schmiert da einfach was drüber. Ich denke, das ist schon ganz okay so. So, aber genug gerechtfertigt. Jetzt kommt dieses Blech. Wie man sieht, ich habe das hier schon alles blank gemacht, die Kanten und so. So weit, wie ich reinkomme in die Ecken. Den Schweller hier unten, wie gesagt, machen wir dann mal von unten auf der Hebebühne. Auf jeden Fall passe ich jetzt das Blech an, schweiße das auch noch ein. Und dann ist das hier erstmal wieder schick. Aber das hier, wie gesagt, müssen wir auch noch machen. Also das Stück noch rausschneiden hier. Weil hier, wie gesagt, ist auch schon durch. Ich will da jetzt nicht zu doll drücken, sonst ist da gleich ein Loch drin. Achso, und bevor ich es vergesse, hier kommt jetzt ein schöner Primer rauf. Also so ein Schweißprimer. Und an den Ecken natürlich überall, dass ich den schön anschweißen kann. Also dass einfach noch eine Grundierung zwischen den beiden Blechen nachher ist. Außerdem wird nachher von unten nochmal fett reingedrückt. Überall in die Hohlräume, wo man rankommt. Und dann ist es wieder schick. Hier kann ich natürlich noch kein Fett reinmachen. Da könnte man jetzt natürlich rein theoretisch schön Fett und Hohlraumkonservierung reinschmieren. Aber dadurch, dass wir das nachher noch schweißen müssen, hier rausflexen und schweißen, ist immer das Risiko sehr hoch, dass uns das nachher Feuer fängt und uns die Karre nachher wegbrennt. Das kriegt dann nachher schön durch, überall hin. Deswegen werde ich hier noch keine Konservierung machen, sondern erst, wenn das komplett alles geschweißt ist. Das mal kurz dazu. Falls Fragen sind, fragt. Des Weiteren bin ich natürlich für Kritik und Ideen, Tipps gerne offen, Leute. Nun gut, weiter geht's, Leute. Endergebnis seht ihr gleich. Let's go. So, Leute, es ist vollbracht. Bleche sind drin und tatsächlich kam heute auch noch die Schiene, die konnte ich jetzt auch noch einschweißen fix. Also ich habe heute wirklich den ganzen Vormittag damit verbracht, das Blech anzupassen, das einzuschweißen, die Schiene einzuschweißen und ich habe angefangen abzudichten. Leider ist meine Dichtmasse, meine Karosseriedichtmasse komplett leer. Also da brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein paar neue Tuben, Karosseriedichtmasse. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Hier das eine Blech. Jedes zweite Blech, das alleine anzupassen, hat, ja, weiß ich nicht, über eine Stunde gedauert, weil ich ja alles auf Stoß schweiße. Also ich habe die Bleche hier wirklich auf Stoß angeschweißt. Hier die beiden Bleche natürlich auf Stoß und hier hinten, soweit ich kam, hier hinten habe ich eine kleine Stelle, wo ich ein bisschen überlappt bin, weil es einfach nicht mehr, ja, nicht mehr so richtig gepasst hat. Aber sieht man nachher ja sowieso nicht mehr, wenn hier wieder die Matte drüber ist. Außerdem wird hier nochmal ordentlich eingepinselt mit Brandokorux oder so, also einmal schön fett einpinseln, dass hier einfach kein Rost mehr durchkommen kann. Genau, hier hinten habe ich angefangen abzudichten. Hier ist werksmäßig auch nur Dichtmasse drin. Das will ich noch alles noch schön voll schmieren an den Kanten. Außerdem die Nähte werde ich auch nochmal nachziehen, denke ich.
nochmal schön mit Karosseriedichtmasse hier dann schön rein, dass das dann auf jeden Fall dicht ist. Genau, die Schiene kam heute, habe ich schon eingeschweißt, außerdem habe ich die Dichtung schon wieder reingeklemmt hier. Das passt wieder alles wunderbar. In diese Schiene habe ich einfach nur Löcher gebohrt und dann ja, Punkt verschweißt und schon ist sie fest. Und das ist jetzt mein Endergebnis. Wie gesagt, die Stelle müssen wir noch machen. Also hier muss auch nochmal ein Blech raustrennen. Früher oder später. Die Schwelle ist dann erstmal wichtiger von unten, wenn wir auf der Bühne sind. Genau. Ihr könnt mir gerne wie immer eure Meinung da lassen, wie ihr das Ganze findet. Ich denke, das kann sich einigermaßen sehen lassen, wobei man das nachher sowieso nicht mehr sieht. Von daher wichtig ist nur, dass es nicht einfach nur drüber gefuscht ist, einfach nur Blech drüber geschweißt ist, auf Rost am besten noch oder mit Glasfasermatten, wir kennen es ja, mit Glasfasermatten einfach nur drüber schmieren, denn das ist richtiger Fusch. Und das hier, denke ich, kann man so machen. Wie gesagt, keine Profiarbeit, aber vollkommen ausreichend oder was. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, hier die Achse noch einzubauen in diesem Video, aber Leute, vorher den Radlauf wieder ein bisschen schick machen, aber mit nur ein bisschen schick machen ist es leider nicht getan, denn ich habe hier die nächste Stelle aufgemacht, die wir auf jeden Fall vorher schweißen müssen, bevor wir die Achsschwinge wieder einbauen. Hier außen geht es eigentlich, auch von den Fugen her sieht das noch relativ gut aus. Hier unten haben wir ein Loch, das hätte man einfach ja, zuschweißen können. Schönes Blech einsetzen, aber damit ist es nicht getan, denn hier unten sieht man auch schon ein kleines Loch und wenn man da mal ein bisschen mehr pükert, ein bisschen mehr drückt, dann ist das auch schon durch. Und wie es dahinter aussieht, wer weiß. Wenn das an der Stelle schon so aussieht, dann weiß, wie weit das geht. Ja, aber das schauen wir uns dann, denke ich mal, im nächsten Video an. Wir haben eine Baustelle geschlossen und wieder eine geöffnet. So ist das bei den alten Karren, aber das machen. Jetzt heißt es auf jeden Fall nicht aufgeben und dranbleiben. Jetzt haben wir angefangen, jetzt müssen wir das auch beenden. Genau Leute, so sieht's aus. Im nächsten Video geht es definitiv weiter. Vielen Dank, dass ihr bei dem Video dabei wart. Wenn ihr noch kein Like da gelassen habt, lasst mir auf jeden Fall ein Like auf dem Video da. Wenn ihr noch kein Abo habt und wissen wollt, wie es weitergeht, natürlich wie immer gerne ein Abo da lassen. Außerdem habe ich unten in der Videobeschreibung, also unter der Videobeschreibung, ist jetzt mein Shop verlinkt. Also wer gerne einen coolen Aufkleber abstauben will oder ein T-Shirt, bald kommen übrigens auch Hoodies in den Shop, kann das gerne mal unter der Videobeschreibung. Es ist jetzt alles quasi mit YouTube noch verlinkt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video weiter, Leute. Macht's gut, haut rein. Adieu. Thank you.